Das ist gut dann. Die Stadt wird uns erst gehören, wenn es uns gelingt, die Kirin-Tore auszuschalten. Kommt mit! Die Zitadelle der Kirin-Tor fordert die führende Magie der Kirin-Tor heraus, um Übels Herrschaft über Dalaran zu sichern. Der Haken 4 zusätzlich. Ach, das ist der lange Run, oh Gott. Die Macht der Neferset wird sich offenbaren. Tekan, der Hexenmeister. Dieser Prinz der Teufel wurde aus Hassenstein erfahren. Der Hakenfinale. 4 zusätzlich stark. Zusätzliche noch stärkere Bosse. Adalas, 2 Mana, Karte und 2 Schaden. Geteiltes Leid. 2 Schaden, dann. Ach, alleine 2 Schaden, verursacht 2 Schaden. Warum auch immer. Und der Pakt. Alleine 2 Schaden beschwört ein 2-2er Wichte. Dämonen und Heldenfähigkeit. Aufopferung. Okay. Das ist alles ein bisschen Selbstschaden, so ein bisschen was opfern. Und wenn ich Schaden bekommen habe. Dann haben wir hier. Kann ich euch nicht mal sagen, was das für ein Deck sein soll. Das hier sind Dämonen. Ein Dämonendeck? Nee. Ach, ein kleines Deck. Also für kleine Dienerwichte und so. Okay. Alchemistin Wendy. Diese Alchemistin mischt Decks auf der Suche nach der goldenen Deckformel. Nur mit einer simplen Substitution vertauscht eine Zwillingskarte von der Hand ihres Spielers. Das heißt, sie kriegt eine von mir, ich krieg eine von ihr. Ist nicht cool, sage ich euch jetzt schon. Tekan gegen Wendy! Ihr werdet das hier bereuen. Wärt ihr für ein neues Experiment zu haben? Die Seelenbombe würde ich aber auch ungern überlassen, ne? Ich nehme eure Anwesenheit zur Kenntnis. Erzählt Alchemisten nie einen Witz. Die reagieren nicht. Okay, okay. Ich nehme das hier und ihr nehmt das da. Hey, kennt ihr schon meinen Lehrling? Sie wird es eines Tages weit bringen. Tekan, wenn ihr wirklich die Wahrheit sagt, dann seid ihr ein wichtiger Bestandteil unseres Plans. Die Alchemie an sich wird keine Gefahr. Meistens zumindest. Verstehe. Klinisch getestet. Was so? Tränke sind nicht alles. Balsame und Salben leisten auch gute Dienste. So wird das nichts. Hab's mir anders überlegt. Wir tauschen zurück. Meine Karte geht zur Neige. Warum ruft? Ein ganz simpler Substitutionsvorgang. 1 gegen 1. Mir sind die Karten ausgegangen. Was soll ich wegpusten? Natürlich. Eine für mich. Wow, du hast hier deine äußerst gefährlichen Zutaten. So, das Kampftotem, euer Kampfschrei wird zweimal ausgelöst. Ja, eigentlich nicht schlecht. Doppeltes Leben oder Diener kosten weniger. Kampfschrei, Kampfschrei, Kampfschrei. Naja.
Kitzel Kupferspange, die kennen wir schon. Ach ja, 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 ja. Blonde Helden. Kekan gegen Kisi! Hab ich Kisi gesagt? Ihr werdet das hier bereuen. Setzt euch! Was darf es sein? Waschen, schneiden, legen? Nehmen. Ich nehme eure Anwesenheit zur Kenntnis. Yes. Nicht so schnippisch, bitte! Respekt! Ich fühle die Leere in mir. Kollege. Kürzen wir einfach nur an den Seiten ein wenig. Wow. Hat ja richtig gedacht. Echt den richtigen. Warum rufen? Schnipp, schnapp. Hoppla. Was du? Nichts gemacht. Juckt es in der Hand! Story, Bro. Der Meister wird euch erwischen! Lululu. Ich fühle die Leere. Was für eine prächtige Mähne. Kampfhandlung registriert. Titan gegen Beichau! So viele Folianten habe ich gar nicht. Das meiste sind simple Bücher. Ich besitze mehr Wissen als all eure Folianten zusammen. Richtig netter Boy. Ich nehme eure Anwesenheit zur Kenntnis. Könntet ihr bitte leise sein? Richtung. Gib mir einen Kuss. Nächste Kuss. Oh, man.
ein Schild für Argus. Brennt in den Ohren. Auf in die Bresche! Goldene Kerze, Spottkampfschwert, setzt alle anderen Karten durch zu der legendäre Diener. 4 Mana 7-7. Super Saiyan Sphäre, 5 Mana, ruft König Mückler herbei, verleiht ihm Immunität und kann nicht erzürfen, zaubern oder Endfähigkeit gewählt werden. Ja, David Grabsch greift, 3 Mana 2-5. Verstohlen steht eine Handkarte des Gegners, nachdem dieser Diener den gegnerischen Helden angegriffen hat. Kehre ich gerne ein und verbringe etwas Zeit mit wandelnden Schutzschild. Ich meine Freunden. Mhm. Die hungrige Krabbe. Neue Gäste sind hier immer willkommen. Hereinspaziert. Neue Gäste sind hier immer gern gesehen. Ich kenne da keinen, aber nicht. Ich schreib's euch an. Ah, Dalarans Archivarin. Sie bewahrt die Andenken der Gestorbenen. Sekunde. Archivaren Oshi, die hat richtig dicke Oshis. Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu bereit, sie neu herbeizurufen. 30 Leben, 2 Mana gleiche alte Geschichte, ruft einen zufälligen Befreundeten, den herbei, der in diesem Spiel gestorben ist. Und möglichst viel Schrott. Muss bei ihr sterben. Tekan gegen Oshi! Oshi, ihr werdet das hier auch scheiße bereuen. Ist, man muss jeden Helden von jeden euch habe ich gelesen. Flügel. Ihr seid schauderhaft. Jeden Helden für jeden Flügel einzeln hochleveln. Lasst euch doch mal etwas Neues einfallen. Ihr seid zum Anfang. Gott sei Dank. Ich kann nicht mehr einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Ich bin in der Form meines Lebens. Totola, bewahre uns! Gib mir einen Kuss! Meine Augen sind offen. Nur über meine untote Leiche! Du bist tot. Mit mir sterben!
Und Kino. Die Geschichte ist dazu verdammt, sich zu wiederholen. Kirby macht Spielzeit auf! Ich bin frei! Nicht! Schon wieder! Das ist die Geschichte. Ach jo. Wobei, der Kampfschrei bringt mir nichts. Mit dem Geist der Maus bringt mir das schon was, klar. Der Bodengolem, er will euch doch nur das Wasser reichen. 40 Leben, eiskaltes Wasser, passive Heldenfähigkeit, nachdem man die euch angegriffen hat, friert ihr. Uncool. Titan gegen einen Brunnengolem! Oh. Ihr werdet das hier bereuen. Ich nehme eure Anwesenheit zur Kenntnis. Ich nehme eure Anwesenheit zur Kenntnis. Alle anderen warten. Aber der hat Spaß. Gute Nacht, Freunde. Ich habe die Seuche perfekt. Machen wir jetzt nochmal Rakanishu. Wobei, ich überlege gerade, ist das. Also wollen wir es wirklich zweimal durchgehen?